So, ich muss mal ganz kurz gucken hier. Ja, ist noch alles. Gut, okay. Irgendwie hatte ich gerade den Eindruck, als wenn das Spiel eingefroren wäre, aber nö, läuft noch alles. Ja, weil jetzt kommen wir wieder zurück bei 7 Days to Und wir sind gerade noch auf der Reise zu der Mission. Da ich weiß gar nicht mehr, worum es bei der Mission geht, finde den vergrabenen Vorrat. Ah, brauchen wir unsere Schippe. Ah, dann werden wir also heute und morgen wahrscheinlich erstmal nur Missionen machen. Dann am Blutmond haben wir bereits eine Behausung. Dafür habe ich schon ein bisschen Stahl gesammelt. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir diesen Blutmond überstehen werden. Vor allem haben wir halt noch kaum Waffen wirklich. Also wir können den Blutmond wirklich nur ausstehen. Also halt überleben, ne? Aber wir können halt im Blutmond nicht wirklich aktiv kämpfen, weil wir haben halt nicht wirklich effektive Waffen. Bin ich jetzt hier gelandet? Einmal sachte drum herumfahren. Wie die immer in den Boden verschwinden, wenn ich sterbe. Was ist los mit dir? Haben die Lack gesoffen? Hallo? Danke. Wie immer gar nicht da ab. Aber ich baue doch gar nicht nach unten. Was ist los mit dem? Wo baut der hin? Lol. Ich baue zur Seite und der so, ja, YOLO. Muss ja keiner wissen. Tja, ich bin echt gespannt, wie wir eigentlich unser ganzen Stuff bekommen wollen. Also hier überholen. Und mit dem Fahrrad sind wir halt ein paar Mal fahren müssen, ne? Das wird schon eine ordentliche. Ich meine, wir haben zwei fast volle Kisten. Das heißt, wir werden mindestens viermal fahren müssen. Das ist natürlich schon. Ja, eben diese beiden beschreibbaren Kisten werde ich wahrscheinlich auch erstmal in dieses kleine Kabüff packen. Wobei, wenn das Ding Ziel der Zombies wird beim Blutmond, dann weiß ich nicht, weil ich meine, das Haus müsste es eigentlich überleben. Wo ist denn der Schatz jetzt hier? Hallo? Ich finde es immer witzig, wie er teilweise überhaupt nicht da abbaut, wo ich eigentlich hinzeige, sondern so völlig woanders. Ist ja gut. Ja, hallo?
So, und einmal mitten durch. Bye bye. Zurück zum Händler. Nichts lieber als das. So. So, da gucken wir mal nochmal bei unserer Base vorbei, ob da mittlerweile alles eigentlich gut ist. So, da müssten wir eigentlich anfangen zu planen, wie wir eigentlich unser Haus bauen wollen. Weil, ne, diesen kleinen Raum werden wir auf jeden Fall verwenden, um dort halt actually die Blutmonde und die Nächte zu überstehen, sag ich mal. Wobei, ganz ehrlich, die Nächte können wir auch irgendwann mal irgendwo in der City irgendwie auf Dächern überdauern oder so. Ist ja auch ganz cool. Also lässt uns relativ war abwechslungsreich, sag ich mal so. Aber zumindest die Blutmonde werden wir dann auf jeden Fall in dem kleinen Kabiff überstehen. Hello, traveler. Many thanks. You've proved to be very resourceful. Here's your pay. Nochmal vergrabene Vorräte. I have a task for Alles gut. you. It's rare to find honor in these dark times. So, was wollte ich mir jetzt gerade holen? Irgendwas wollte ich mir noch gerade holen, oder? Nee, eigentlich nicht. If Let's go. we ain't got what you're looking for, we can get it. Dich will keiner haben. Get wrecked. So, erst eine Treppe hochfahren? Lieber nicht. Sonst kommt noch irgendein Glitch und alles explodiert. Und wir sind tot, weil wir in den Himmel fliegen oder so. I don't know. Gibt's ja gerne mal Spiele, die so reagieren. Auf sachte Umarmung. So, wir müssen mittlerweile genug Stahl für eine zweite Tür haben. So. Da würde ich nämlich meine Kisten hier so hinstellen. Oder lieber erstmal auf Bodenniveau. Erstmal baue ich mal hier noch zwei weitere Türen. Ach, da brauchen wir noch mehr Eisen für? Alter, wie viel Eisen braucht man denn da bitte? Holy Smoke. Ja. Hey, halt, das da. Ah, nee, die musst du wirklich ganz klassisch abbauen. Und du bekommst dabei nicht mal Materialien oder so. Das ist natürlich traurig. Weißt du was? Ich mache die Kisten einfach da oben hin. So. Dann habe ich hier freies Sichtfeld. Sehe, wenn die hier die Blöcke kaputt machen sollten. Und gleichzeitig gut an die Kisten rankommen.
Halt, dich nehme ich mal mit. Ich nehme mich mal auch mit. Genauso wie dich. So, können wir die Truhe hier oben gleich wieder leer machen. Wo immer die war, hier oben. So. Weißt du was? Ich nehme auch mal das Bett mit. Und pack das Ding auch in den Schuppen rein. So. Sehr geil. Eine Bastion der Sicherheit. Außer ich mache alles kaputt. Das ist natürlich Sicherheit pur hier. So, und dann müssen wir uns langsam überlegen, wie wir jetzt unsere Sachen holen. Ob wir jetzt wirklich hin und her fahren, weil das dürfte halt super langweilig werden. Ah, warte, wir machen erstmal ein paar Missionen. Und vielleicht bekommen wir dann bald das Motorrad oder so. Ich weiß halt nicht, da brauchen wir halt die Sachen für. Das heißt, wir brauchen erstmal die beiden Pläne für das Motorrad, also für das Fahrgestell und was war es noch? Ja, für irgendwas halt. Haben wir jetzt eigentlich alles dabei? Wir haben Sachen dabei, die wir brauchen. Okay. Ja, wobei so viel mehr passt ins Motorrad halt auch nicht rein. Also so viel bringen. Es wäre halt schneller, ne? Wenn wir halt schneller immer hin und her. Wow. Voll die Mikroruckler. Gerade eben. Ja, weiß nicht. Wir werden auf jeden Fall hier mal ein paar Autoforks abwacken. Denn wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Zum Reparieren der Türen und ja, vor allen Dingen Eisen für die Türen. Mach doch nicht die Tür kaputt, Junge. Was habt ihr mal alle gegen die Türen? Man könnte sie auch einfach mal aufmachen oder so. I don't know. Oh! Direkt noch ein Reparaturset gefunden. Sehr geil. Hab ich jetzt noch alles aufgesammelt? Ja, ne? Ich würde mal fast sagen, dass mit dem Material suchen, Material rüberholen, machen wir sogar nachts, weil wir eh nichts Besseres zu tun haben. Das klingt nach einem genialen Plan. Na, mein Digga. Hä? Ich kann grad nicht laufen. Ich laufe gerade so komisch. Jetzt geht's wieder. Kann ich gerade auf eine komische Taste oder was? Upp halt. Alter. Nee, das machen wir am besten immer nachts. Weil mit dem Fahrrad sind wir eh schneller als die flinken Zombies. Gut, wie flink die jetzt beim Blutmond sind, weiß ich jetzt zwar nicht, aber... Zumindest die normalen Zombies kriegen wir nachts damit abgehängt. Ja, und können dann schön... die wichtigsten Sachen holen.
300 Meter. Tja, und dann werden wir eine Bastion bauen. Also müssen wir erstmal den Berg abtragen, klar. Und können dann anfangen. Aber das wird halt ewig dauern. Also das werden halt ein paar sehr bauintensive Folgen wahrscheinlich. Also erstmal grabintensive Folgen und dann bauintensive Folgen. Wäre natürlich schon geil, wenn wir bis dahin irgendwie ein bisschen bessere Werkzeuge hätten. Tja, ich weiß halt nicht, ob wir da wirklich schon anfangen sollten zu bauen. Oder ob wir nicht doch lieber erstmal ein paar Missionen machen sollen, in der Hoffnung, dass wir dadurch bessere Werkzeuge bekommen, ne? So, by the way. Du kannst auf jeden Fall weg. Na, was bald nochmal. Oh. Das können wir auch gleich mal reparieren. Oh. Achso, die Repair-Kiste ist jetzt bei uns in der Kiste jetzt. Verdammt. So. Technik läuft doch. Rede mit dem Händler. Ich lasse meine Waffe reden, Bitch. Rutscht einfach das Fahrrad weg, lol. Schon wieder ab in den Boden gedrückt. Oh, 18 Uhr, ich glaube, eine weitere Mission schaffen wir nicht mehr. Das heißt, wir fangen dann jetzt direkt an mit der Hin- und Herfahraktion. Das Auto schwebt einfach wohl. Ist der, wie war eigentlich nochmal, wie war Reparatur? Ja, komm schon. Repair Kit.
Bräuchte man eigentlich bloß ein bisschen Klebestreifen. Und dann geht's eigentlich. Das Schöne ist, Klebestreifen haben wir bei unserem anderen, also bei dem ersten Haus haben wir Klebestreifen. Ach ja, wie wir hier so schön durch die Gegend gondeln. Heieiei. Something new. Thank you, Survivor. My family and I are in your debt. Here is your reward. Südwestlich, wo ist denn das? Ah, wir machen das. God bless you. So, halt. Erstmal Backpack ausleeren hier. Fangen wir mit vollen Taschen rum. So weit kommt es noch. Vor allem wundere ich mich gerade, warum hier letztens dieser komische Wolf gespawnt ist. Ich dachte, in meinem Schutzgebiet spawnt kein... Oder der kam von irgendwo anders angerannt oder angedackelt. Ja, ach so, halt da. Erstmal völlig dran vorbeifahren. Das Gebiet ist noch unbekannt für mich. So. Warum habe ich eigentlich zwei Kisten? I don't know. So, du kommst auf jeden Fall da rein. Oh, wir haben Motor. Und wir mittlerweile sogar ein bisschen was zum Essen. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Dann geht's auf in den wohl langweiligsten Job der Welt. Vorräte holen. Das kann sich ja nur um Jahre handeln. Das wären bestimmt sehr spannende Folgen. So, gibt's eigentlich irgendwie eine Straße in meine Richtung? Also, hier scheint es eine Straße lang zu geben. Ich versuche dieser mal. Ja, doch, die Straße scheint hier komplett. Ja, doch, 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 doch. Dann versuche ich auch mal dieser Straße zu folgen, actually. Damit wir nicht mitten durch die Wallerei waren. Und dann bin ich mal gespannt, wie oft wir fahren müssen. Aber wie gesagt, ich schätze mal viermal müssen wir mindestens fahren, also... Ach, Kacke. Das Schöne ist ja, wir können sie uns selber komplett vollpacken, weil dass wir überlastet sind, stört den Fahrrad nicht. Also zumindest offiziell. Tja, oder wir fahren doch immer einfach mitten quer durch. Ey, ich fasse zumindest einmal die Straße lang, damit wir zumindest die Straße mal aufgedeckt haben. Und ansonsten aber wahrscheinlich mit dem Fahrrad, denn doch lieber eher durch die Walachei.
Weil das Fahrrad ist ja auch relativ stabil und relativ langsam. Das heißt, wenn wir da durch kreuz und quer durch die Walachei fahren, dürfte dem nicht so viel jucken. Framerate ist gerade voll Mikroruckler hier gerade beim Fahren. Alter Schwede. Was ist denn da los? Solange wie es noch vor 22 Uhr ist, könnte man eigentlich sogar ein paar Fahrzeuge ab. Wobei, das wäre dumm, dann wäre mein Inventar wieder mit Fahrzeugzeug voll. Das wäre richtig dumm. Nee, lass mal nicht machen. Was mache ich denn hier? So, kann die Framerate explodieren. Please don't. Ich sag mal, wir holen mal erstmal das wichtigste Zeug, das allerwichtigste Zeug. Dann bei der nächsten Tour vielleicht das zweitwichtigste Zeug. Dann lassen wir es vielleicht auch erstmal gut sein. Weil die Sache ist halt, wir können natürlich auch erstmal Zeit lassen. Aber ich weiß halt nicht, dadurch, dass wir jetzt dort kein Schutzgebietblock mehr haben, kann es natürlich auch sein, dass das dann irgendwann zurückgesetzt wird. Da weiß ich halt nicht, was alles zurückgesetzt wird. Weil ich weiß, dass wohl alle 7 Tage der Loot zurückgesetzt werden soll bei erkundeten Häusern. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch, ob das heißt, dass die Häuser zurückgesetzt werden. Quasi das, was passiert, wenn man eine Mission startet. Oder ob wirklich nur die Kisten zurückgesetzt werden und die Kisten, die man selbst platziert hat, zum Beispiel, davon unberührt bleiben. Das weiß ich halt nicht. Deswegen würde ich doch schon das wichtigste Zeug gerne bis zum Ende des Blutmondes, also bis zum Blutmond, also bis zum Ende des 7. Tages raushaben. Damit, wenn es wirklich sich alle 7 Tage resettet, dann halt wahrscheinlich immer zum Blutmond, da denn mein Stuff nicht verloren geht. Weil wir hatten da ja schon relativ gute Sachen mit bei. Ja, nicht alles, aber manches war davon schon relativ gut. Wir hatten zwar weder eine Schmiede noch irgendwas. Ich bin so froh, dass wir jetzt einen Messbecher haben, weil Messbecher sollen wohl verdammt selten sein. Und da haben wir jetzt direkt einen. Das ist schon geil. Wieso gibt es eigentlich keine Musik? So. Ah! Das hat halt einiges. Dynamische Musik, täglich zugeteilte Zeit. Anzahl der Zeit eines Tages, während der Musik abgespielt werden darf. 100% bedeutet nicht, dass durch die Musik... Okay, dann let's go. So viele Hoppelchen sind hier. Was ist denn los? Los, hoppel mal davon. Leider kann man hier kein Drive-By machen, ne? Wobei, weiß ich gar nicht. Ich hab's noch nicht probiert. Aber dazu bräuchten wir eh erstmal eine Schusswaffe. Kann sein, dass ich hier falsch fahre. Oh, fuck my life. Gut, wir biegen mal nach rechts ab und hoffen mal, dass uns die Straße irgendwo wieder Richtung der richtigen Route bringt. Verdammt, ich bin voll falsch abgebogen. Das kann nur wieder gut enden hier. Oh, da ist eine Schlaufe. Das ist eiskalt eine Schlaufe, oder? Das wäre richtig hässlich.
Das wäre richtig hässlich. Ja, das ist eine Stadt. Also ist das hier eine Schlaufe. Ja, ey, ich hab verkackt. So viel zu dem, ich wollte den Straßenverlauf folgen. Mann, Ronny, du bist ein richtiges Genie. Was bist du nicht für ein Kack-Genie? Hier gibt's doch ja nicht. Ja, eigentlich cool, da geht's weiter. Ist eine Kreuzung. Okay, vielleicht doch keine Schlaufe, einfach nur. Das heißt, das geht denn... Okay, dann ist das vielleicht sogar der richtige Weg. Dann geht der andere Weg wahrscheinlich ganz woanders hin, oder? Weil das ist die Stadt. Nee, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin jetzt sichtlich verwirrt. Na gut. Lass uns mal in der nächsten Folge mehr verwirrt sein. Ja. Bis dann.